Bei der Klima-Challenge fordern Jugendliche den niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel zu einer Art Wette heraus. Sie sammeln Klimapunkte, indem sie mit klimafreundlichen Aktionen Treibhausgase einsparen. Immer wenn eine bestimmte Klimapunktzahl erreicht wird, ja, dann löst der Minister seine Einsätze ein. Es wird so ablaufen, wir haben 4 Slammer und Slammerinnen eingeladen, beziehungsweise 3 und den Umweltminister Stefan Wenzel, der heute auftreten wird auch. Und am Schluss dürft ihr entscheiden, mit Applaus, wer den besten Text hatte, wer gewonnen hat. Sieh nur da draußen, das sind Frostblumen an den Fenstern. Uns wird nachhaltig Halt geboten von ein paar wenigen Fassaden. Also ich kaufe ja auch nur noch Bio. Komm, wir waschen uns green, mein Kind. Gib mir die Hand so clean wie heute, kommen wir nie mehr zusammen. Es ist nachhaltig kalt geworden zwischen uns. Und schon fletschte man die Löwenzähne, spitzte man die Dornen, alles bäumte sich auf. Neben Linden und Pappeln wurden Schwertlilien an die Jüngsten verteilt und Tulpen begannen höher Zinten zu satteln. Osterglocken läuteten zur menschenletzten Stunde sich. Baumschulen durften heute früher aus dem Unterricht. Kirschen, Buchen, Fichten, Feigen, wütende Zypressen, alle riefen sie im Chor: Jetzt gibt's übelst auf die Fresse. Meine Erde. Manchmal glaube ich, dass sie längst im Sterben liegt. Und dann sage ich: Mama, wirst du das schaffen? Aber sie hält durch, weil es nichts Stärkeres als die Liebe einer Mutter gibt. Manchmal bricht es dann doch aus ihr heraus. Ihre stürmische Wut, die überschwemmende Verzweiflung, der brennende Zorn, die eiskalte Bestrafung. Und wer kann es ihr verübeln? Und nun freue ich mich besonders auf den Beitrag. Wir freuen uns, dass er die Zeit gefunden hat. Unter eurem Tosenapplaus den Umweltminister Niedersachsen, Stefan Wenzel. Ein 10-Punkte-Applaus bitte. Und da geht es uns Vögel wie den Menschen. Wir brauchen saubere Luft, sauberes Wasser und saubere Böden. Und die Erde, sie braucht Sonne und Regen genau in der richtigen Mischung. Dann haben wir gutes und gesundes Klima, alle Pflanzen und alle Menschen auf dieser einen kleinen Welt. Deshalb muss unsere Natur geschützt werden, damit fröhliche Kinder und vergnügte Brandseeschwalben eine Heimat finden. Wir haben einen Gewinner unter einem Tosenapplaus, Florian Wintels.